Die Konzentrationslager dienten der Ermordung von Millionen Menschen nicht akzeptierter Ethnien, der Beseitigung politischer Gegner, der Vernichtung durch Zwangsarbeit oder der Durchführung von grausamen medizinischen Menschenversuchen. Im Konzentrationslagersystem wurden die meisten Lager von einem sogenannten Lagerkommandanten geleitet, welcher die Kontrolle über alle Häftlinge und Aufseher besaß. Josef Kramer war im Laufe seiner Karriere der Kommandant von insgesamt 3 Konzentrationslagern, unter anderem in Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen. Kramer war an der Ermordung von Hunderttausenden Menschen beteiligt und beging in den Lagern abscheuliche Kriegsverbrechen. Gegen Kriegsende war Kramer der Kommandant von Bergen-Belsen, in welchem alleine in den letzten Kriegswochen Zehntausende Menschen starben und sich die Leichen nur so stapelten, weswegen Kramer auch der Spitzname Bestie von Belsen verliehen wurde. In diesem Video geht es um die grausamen Verbrechen von Josef Kramer und der nach dem Krieg stattgefundenen Anklage sowie Bestrafung dieses Verbrechers. Josef Kramer wurde am 10. November 1906 in München geboren und wuchs als Kind einer mittelständischen Familie auf. 1913 zog die Familie nach Augsburg, wo Kramer die Volksschule abschloss, welche der heutigen Hauptschule entsprach, und danach eine Elektrikerlehre machte. Der junge Kramer war stark von der nach dem Ersten Weltkrieg stattfindenden Wirtschaftskrise betroffen und von 1925 bis 1933 fast durchgehend arbeitslos. Der arbeitslose Kramer war empfänglich für Hitlers Versprechen, die Arbeitslosenquote zu senken. Er trat am 1. Dezember 1931 in die NSDAP ein und Mitte Juni 1932 in die SS. Die nächsten Monate führte er in Augsburg diverse Tätigkeiten für die SS durch und bekam nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten eine Anstellung im Augsburger Standesamt. 1934 wurde Josef Kramer als Schreiber im Konzentrationslager Dachau eingesetzt, kümmerte sich daraufhin um die Finanzen und bekam einen tiefen Einblick in die Vorgänge des Lagers. Kramer hatte keine ethischen Bedenken gegenüber dem Konzentrationslagersystem und war die nächsten Jahre in diversen Konzentrationslagern angestellt, in denen er kontinuierlich die Karriereleiter aufstieg. Von 1934 bis 1936 war er als Schreiber in einem kleineren, im Emsland gelegenen Konzentrationslager tätig, bis dieses aufgelöst wurde und Kramer anschließend wieder für ein Jahr in Dachau angestellt war. Von Juni 1937 bis August 1938 war er in der Adjutantur im KZ Sachsenhausen beschäftigt und anschließend 2 Jahre lang im KZ Mauthausen als Adjutant des Lagerkommandanten Franz Ziereis tätig. Von Mai bis November 1940 war Kramer im KZ Auschwitz als Adjutant von Rudolf Höss angestellt und fungierte als seine rechte Hand bei der Verwaltung und dem Ausbau des berüchtigten Lagers. Kramers Liste an Konzentrationslagern ist lang. Über die Jahre mauserte er sich vom einfachen Schreiber zur leitenden Person innerhalb des Lagersystems, was unter anderem auch an seiner bedingungslosen Gehorsamkeit und seiner nicht vorhandenen Skrupel lag. Im April 1941 kam er zunächst als Schutzlagerhaftführer ins Konzentrationslager Natzweiler-Strudhof, in welchem er im Oktober 1942 zum Lagerkommandanten aufstieg. Das KZ Natzweiler-Strudhof war ein von 1941 bis 1944 betriebenes Lager im besetzten französischen Elsass, etwa 50 Kilometer südwestlich von Straßburg. Insgesamt waren hier 52.000 Häftlinge inhaftiert, von denen 22.000 starben, womit das Lager selbst im Vergleich zu anderen KZs eine hohe Sterberate hatte. Die Häftlinge mussten schwerste Arbeit in umliegenden Steinbrüchen verrichten, wobei die Mahlzeiten kaum zum Überleben reichten und viele der Inhaftierten verhungerten. Aufgrund der absolut hoffnungslosen Situation ermordeten sich die Häftlinge teilweise auch gegenseitig, um an die Essensrationen des anderen zu gelangen und zumindest ein klein wenig länger zu leben. Im Lager wurden die Gefangenen schon für kleinste Vergehen oder auch ohne bestimmten Grund auf verschiedene Arten ermordet, beispielsweise durch getarnte Genickschussanlagen
oder Strangulation am Galgen. Besonders gefürchtet war die Hinrichtungsmethode, den Gefangenen in eine winzige 1,5 Meter hohe und 80 cm breite Nische einzusperren und diesem dann seinem Schicksal zu überlassen. Das Opfer konnte nicht sitzen oder stehen, nicht zur Toilette gehen und bekam auch keine Nahrung. Im Sommer war der winzige Raum extrem heiß, im Winter frierend kalt. Der Inhaftierte starb stets innerhalb kürzester Zeit. 1943 wurde im Lager eine provisorische Gaskammer errichtet, in der 89 Menschen nur dafür vergast wurden, um die Körper in einer rassenideologischen Ausstellung zur Schau zu stellen. Kramer leitete die Mordaktion persönlich und schaute den Opfern durch ein kleines Fenster bei ihrem Todeskampf zu. Im Mai 1944 wurde Josef Kramer der Lagerkommandant vom Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, wobei dieser von Rudolf Höss eingearbeitet wurde. In Auschwitz-Birkenau starben schätzungsweise 1,1 Millionen Menschen, wobei 900.000 direkt nach ihrer Ankunft in den Gaskammern ermordet wurden. Die restlichen 200.000 starben durch die schlechten Lebensbedingungen, die Misshandlungen des Lagerpersonals oder durch grausame medizinische Versuche. Kurz nachdem Kramer den Posten des Lagerkommandanten übernommen hatte, wurde leitend durch Rudolf Höss die nach ihm benannte Operation Höss durchgeführt, bei der innerhalb von 56 Tagen 430.000 ungarische Juden ermordet wurden. Die Anzahl der ankommenden Menschen konnte selbst in Auschwitz nicht bewältigt werden und die Kapazität der Gaskammern und Krematorien kam an ihre Grenzen. Es wurden Massenerschießungen durchgeführt, bei denen die Juden zu Verbrennungsgruben geführt und dort ermordet und direkt verbrannt wurden. Josef Kramer war integral in der Planung und Durchführung der Mordaktionen eingebunden und soll auch bei den Selektionen anwesend gewesen sein. Eine Zeugin berichtete später, dass Kramer einer Frau den Schädel einschlug, nachdem sich diese geweigert hatte, in einen LKW zu steigen, welcher die selektierten Menschen zur Gaskammer brachte. Anfang Dezember 1944 übernahm Josef Kramer die Lagerleitung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, wodurch sich die dort herrschenden Zustände rasant verschlechterten. Die ohnehin schon knapp bemessenen Essensrationen wurden nochmals herabgesetzt und die Baracken waren komplett überbelegt, was sich durch die ankommenden Evakuierungsmärsche aus anderen Lagern noch verschärfte. Im Lager starben in den letzten Kriegsmonaten noch Zehntausende Menschen an Unterernährung oder Krankheiten. Es grassierten schlimme Typhusepidemien. Am 15. April 1945 wurde das KZ Bergen-Belsen von britischen Truppen befreit, welchen dabei ein schauriger Anblick erwartete. Überall türmten sich die Leichen von Häftlingen und die Aufnahmen des befreiten Lagers gingen als Symbol für die Gräueltaten des Nationalsozialismus um die Welt. Josef Kramer hatte zuvor noch versucht, so viel wie möglich zu vertuschen, wies Häftlinge an, die Leichen zu beseitigen und ließ Akten verbrennen. Er wurde am 17. April festgenommen und genau 5 Monate später, am 17. September 1945, im Bergen-Belsen-Prozess angeklagt. Kramer plädierte auf nicht schuldig, gab an, nur Befehle ausgeführt zu haben und zeigte auch generell keinerlei Anzeichen von Mitgefühl. Von Zeugen wurde er als eiskalter und emotionsloser Mensch beschrieben, der alle Befehle ohne zu hinterfragen ausführte. Es war kein Wunder, dass es Kramer zum Lagerkommandanten schaffte, denn er besaß alle negativen Eigenschaften, die man für diese Position brauchte. Aufgrund seiner in Auschwitz-Birkenau um Bergen-Belsen begangenen Taten wurde Josef Kramer am 17. November 1945 zum Tode verurteilt. Er wurde am 13. Dezember 1945 im Zuchthaus Hameln gehängt, zeitgleich mit anderen in Bergen-Belsen eingesetzten Personen, wie beispielsweise Irma Grese. Bis zuletzt sah sich Josef Kramer als Opfer der Justiz, stellte ein Gnadengesuch, indem er die katastrophalen Umstände in Bergen-Belsen auf seine Vorgesetzten und die kriegsbedingten Umstände schob und sich selbst
als aufopfernden Kommandanten darstellte. Doch mit dieser befremdlichen Darstellung konnte er sich nicht aus der Affäre ziehen. Und die Bestie von Basin musste sich dem Urteil stellen.